Ups, Corona, leer. Kein Weihwasser mehr, wir hocken auf dem Trocknen. Jesus hat ja gesagt, wir sollen einander Wasser anlehren. Oder anders gesagt, wir sollen einander taufen. Da fehlt mir jetzt ein bisschen das Weihwasser. Ich muss sagen, da vermisse ich fast am meisten. Weil jedes Mal, wenn ich das Weihwasser genommen und das Kreuzzeichen gemacht habe, ich mich können daran erinnern. An meine Taufe. Und im Kirchengesangbuch habe ich bei der Nummer 17 das Gebet gefunden. Das sogenannte Tauferneuerungsgebet. Da heißt es: Auf dich, Vater im Himmel, sind wir getauft. Du hast uns geschaffen. Aus dir leben wir. Auf dich, Herr Jesus Christus, sind wir getauft. Du bist für uns in den Tod gegangen und ins Leben. Auf dich, Heiliger Geist, sind wir getauft. Du willst uns erfüllen mit Liebe und mit Zuversicht. Und eigentlich würde ich gerne wieder mal meine Taufe erneuern. Aber ohne Weihwasser ist schwierig. Aber kommt mal näher. Ich verrate euch jetzt etwas. Kommt mit. Meistens hat sie der Kirche irgendwo in einer schummrigen Ecke so einen Weihwasserbehälter. Der ist voll. Nicht weiter sagen, sonst ist es bald weg wie das WC-Papier. Und wenn es mal leer sollte sein, dann gehen sie zum Pfarrer läuten, der hat Zeit. Und wenn der auch nicht rum ist, habe ich bei WikiHow im Internet eine Anleitung gefunden, wie man selber Weihwasser herstellen kann. Vielleicht nicht ganz das gleiche, aber für unseren Zweck wird es wahrscheinlich lange. Und dann könnt ihr euch mal über die Ostern mal einen Moment Zeit nehmen, anhocken und euch wieder mal ganz bewusst das Kreuzzeichen machen mit dem Weihwasser. Also, gehört euch Gott. Ciao zusammen.